Bei unserem nächsten Beitrag geht es um ein Thema, bei dem man auch gute Nerven braucht. Im Stau nämlich. Manch einer greift da schon mal zur Handy-Navigation, wenn es zu lange dauert, und sucht sich dann so eine Ausweichstrecke. Aber ist das eigentlich erlaubt? Und darf man aussteigen im Stau, wenn wirklich gar nichts mehr geht? Hier sind die Antworten. Stau auf der Autobahn. Darin verbringen wir Deutsche im Schnitt jährlich gut 50 Stunden. Besonders über lange Wochenenden wie zu Ostern droht Stillstand statt schneller Spritztour in den Kurzurlaub. Da lockt der Blick auf vorausliegende Strecken und Ausweichrouten. Über Smartphone sind die schnell aufgerufen. Denn zum reinen Navigieren darf man das am Steuer benutzen. Richtig? Normalerweise nicht. Aber wenn es so angebracht ist, dass man da nicht von irritiert wird, dann ja. Also mein Gefühl, wenn es ein richtiges Navi-Programm ist, es geht. Ein Tablet würde ich vielleicht sagen, das müsste funktionieren, weil es ja relativ groß ist, ne? Wenn man das jetzt in der Mittelkonsole hat. Nur wenn irgendwo fest geankert ist, so, sagen wir in der Konsole drin oder so, dann ja, denke ich mal. Also wie Navi-Gerät, aber so zu halten, nein. Mit dem Navi in der Hand unterwegs die Route ändern ist erlaubt, solange niemand gefährdet wird. Das gleiche mit dem Handy aber nicht. Das darf während der Fahrt nur eingeschränkt bedient werden. Am besten, man lässt nur den Beifahrer an die Tasten. Sie dürfen das Handy dann benutzen, wenn es in einem Feststeller fest mit dem Auto verbunden ist und nicht genutzt wird für andere Funktionen. Dann ist es sozusagen ein Navigationsgerät. Außer dem Navi-Programm sollten alle anderen Handy-Funktionen ausgeschaltet sein. Denn während der Navigierung könnten SMS oder Mails eingehen. Die zu lesen ist tabu am Steuer. Da drohen ein Punkt und 60 Euro. Ganz klar, man ist abgelenkt und gerade heutzutage, der Verkehr wird immer dichter, es werden immer höhere Geschwindigkeiten gefahren, stellt jede zusätzliche Innovation eine Gefahr dar für den Einzelnen, weil man einfach abgelenkt ist in dem Moment. Vor allem zum Ferienstart plagen sich Autofahrer durch Staus. Doch an Sonntagen ist ja Fahrverbot für Lastwagen. Deshalb sind das die besten Reisetage. Oder nicht? An Sonn- und Feiertagen ist es schlecht, so in den Ferien sich auf die Autobahn zu begeben. Weil? Weil da viele PKWs unterwegs sind. Sonntag ist gut. Warum? Ja, weil da keine LKWs auf der Straße sind und weil wirklich dann meistens, ja, es fährt sich am besten. Also es ist einfach nur Erfahrung. Nee, wahrscheinlich einen Tag später. Ein Tag später ist wahrscheinlich der beste Termin. An Sonntagen gibt es tatsächlich weniger Staus als an Samstagen. Doch ideale Reisetage sind laut Statistik Dienstag und Mittwoch. Freitage dagegen sind am verkehrsreichsten, mit durchschnittlich 4000 Kilometer Stau bundesweit. Also für den Ferienbeginn oder vor Feiertagen gibt es kein zentrales Rezept. Meistens macht es Sinn, wenn man schon einen Tag vor Ferienbeginn fährt. Das ist dann entspannter, aber man ist dann trotz allem noch im Berufsverkehr. Oder aber man fährt erst am zweiten Ferientag los, weil dann schon ein großer Teil derjenigen, die die Ferien als Erholungsfahrt nutzen wollen, dann auch schon auf der Autobahn gewesen sind. Stoßstange an Stoßstange. Die Langeweile immer schlimmer. Und die Füße schlafen langsam ein. Kein Problem, denn wenn absolut nichts mehr geht im Stau, darf man auch mal aussteigen. Stimmt's oder ist das ein Irrtum? Ja, denke ich ja. Also, was soll man machen? Man muss vielleicht das Physiologische erledigen oder irgendetwas. Also. Ja, denke ja. Wenn es richtig alles steht, ja. Also nur wenn noch irgendwie so Fluss ist, dann darf man das nicht. Ich habe es schon oft erlebt. Also sogar, dass die mal vor dem Stau in Österreich, vor so einem großen Tunnel mit Blockabfertigung, dass dann clevere Geschäftsleute hingekommen sind und Eis verteilt haben und Getränke verteilt haben. Und natürlich, wenn du Kinder im Auto hast, musst du aussteigen und was kaufen, ne? Doch streng genommen ist das Gehen auf Fahrbahnen immer verboten. Bei einer Vollsperrung ahndet es die Polizei vielleicht nicht, aber erlaubt ist es nur in Notfällen. Musizieren, Babywickeln oder Pinkeln zählen nicht dazu. Wenn man tatsächlich aussteigen muss, aufgrund eines Defekts, aufgrund eines Verkehrsunfalls oder ähnliches, sofort die Fahrbahn verlassen, hinter die Schutzplanke gehen, die Warnweste anziehen, damit man auch gut sichtbar ist für die anderen Verkehrsteilnehmer. Im Stau ist das grundsätzlich untersagt. Dazu immer noch die Beachtung, dass man immer reagieren kann, den Blick nach hinten in den Rückspiegel wirft, um die Rettungsgasse freizuhalten. Nach Berlin. Tiergarten im Großen Stern sind nach einem Unfall zwischen einem LKW und einem Auto drei Spuren gesperrt. Wo es länger dauert auf der Straße, wird im Radio durchgesagt. Doch da fährt man durch besagte Stellen und sieht, der Stau ist dort viel länger als beschrieben. Antenne Brandenburg,
Verkehrsservice. Jedenfalls sind Verkehrsmeldungen nie aktuell. Oder etwa doch? Unsere Erfahrung ist, dass es meistens nicht stimmt. Dass es also dann schon entweder vorbei ist. Man kann Pech haben, wenn man jetzt direkt in einen Unfall kommt. Dann stehst du natürlich. Meistens ja, nicht immer. Es kann doch öfter mal vor. Bis Funkturm, aber war nicht bis Funkturm und so. Radiosender bekommen Stauinformationen über Kontaktschleifen in Autobahnen, über Handynutzungsdaten und durch Polizeimeldungen. Nur kann es mitunter ein paar Minuten dauern, bis das alles auch gemeldet wird. Wir haben eine maximale Verzögerung von 30 Minuten. Die entsteht aber dadurch, dass wir eben noch einen kleinen Vorlauf brauchen, um den Dienst fertigzustellen, um dann zur Moderation ins Studio zu gehen. 5000 Verkehrsmeldungen senden deutsche Radios täglich. Eines aber können sie kaum vorhersagen. Wie viele Autofahrer die Fahrtroute ändern, wenn sie den Verkehrsfunk hören. Auch das nämlich kann die Staulage ändern.